Simulatoren eröffnen uns schier endlose Möglichkeiten, in Welten einzutauchen, die im Alltag normalerweise unerreichbar sind. Wir können Flugzeuge steuern, Züge durch die USA fahren oder sogar ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen leiten. Doch es gibt auch Simulatoren, die vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Wir haben für euch 5 Trash-Sim-Perlen ausgewählt, die ihr im Jahr 2024 auf keinen Fall verpassen solltet. Sonst werdet ihr nie erfahren, wie es ist, als bewaffnetes Eichhörnchen die Vorstädte dieser Welt unsicher zu machen. Ihr habt euch sicherlich schon immer mal gefragt, wie das Leben einer Taube aussieht. Im antiken Babylon galten Tauben als Zeichen der Liebe. In Esoterikkreisen sind sie das Krafttier zur inneren Ruhe, während sie für viele einfach als Ratten der Lüfte bekannt sind. Im Pigeon Simulator von Tiny Build werden all eure Fragen beantwortet, wenn auch nicht unbedingt ernst gemeint. In einem Mix aus Grand Theft Auto und Goat Simulator schlüpfen wir in die Rolle einer Taube, die nach Rache, Liebe und Weltherrschaft strebt. Wir hinterlassen unsere Spuren, zerstören ganze Wohnblocks und Städte und entfachen die längst überfällige Revolution der Tauben. Zu lange waren die Menschen Herrscher über die Welt, also werden wir sie mit Angriffen aus der Luft los, lassen sie hier und da plötzlich verschwinden oder geben ihnen mal richtig Feuer. Egal, wonach euch die Lust steht, als auserwählte Taube entscheidet ihr, ob zwischen Menschen und Tauben Frieden oder ewiger Krieg herrschen soll. Die Möglichkeiten sind in der Sandbox-Simulation umfangreich und natürlich können die Menschen auch zu willenlosen Halb-Tauben-Zombies gemacht werden. Die Welt des Roguelites wird prozedural generiert und bietet somit stets neue Städte und Dungeons. Für Tauben, die sich weiterentwickeln möchten, gibt es zudem einen Skilltree in Form eines DNA-Systems. Der genaue Start in die Lüfte ist noch nicht ganz klar, aber 2024 steht fest. Besitzer des Game Pass dürfen sich gleich doppelt freuen, denn der Pigeon Simulator wird Teil der Spielebibliothek sein. Bleiben wir doch direkt bei tierischen Simulatoren, denn wenn ihr dachtet, dass das Leben als Taube schon verrückt sei, dann wart ihr wohl noch nie als Eichhörnchen mit Knarren unterwegs. In Squirrel with a Gun ist der Name Programm. Als durchgedrehter Nager sind wir auf Streifzug und machen die Nachbarschaft unsicher, bewaffnet mit Knarren, die gut und gerne doppelt so groß sind wie wir. Wie der Pigeon Simulator ist auch Squirrel with a Gun ein chaotisches Sandbox-Spiel, das uns alle Entscheidungen überlässt. Wir können allerlei Dinge mit uns herumschleppen, Gegenstände zerstören, auf Menschen schießen oder ihnen auch helfen. Das Waffenarsenal ist vielfältig und bietet neben einer klassischen Pistole auch eine Shotgun und eine MAC-10, um nur einige zu nennen. Jede Waffe hat dabei unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Mit der MAC-10 beispielsweise können wir dank des Rückstoßes der Waffe einen Geschwindigkeitsboost in die Lüfte erhalten. Und natürlich gibt es auch Finisher für die verschiedenen Schießeisen. Neben der Stadt warten diverse Dungeons und Quests darauf, von uns entdeckt zu werden. In der Regel erwarten uns dort mysteriöse Männer in Schwarz, die unseren Streifzug durch die Nachbarschaft stoppen wollen. Ob es am Ende ein konkretes Ziel gibt oder wir einfach nur herumblödeln, ist bisher nicht bekannt. Die Auflösung folgt noch in diesem Jahr, wenn Squirrel with a Gun auf Steam für den PC veröffentlicht wird. Auf geht's nach Russland! Ein langer Weg liegt vor uns, denn es geht quer von West nach Ost über eine 9000 Kilometer lange Fahrt mit der Transsib. Die Transsibirische Eisenbahn ist die längste Eisenbahnstrecke der Welt und wir befahren sie im gleichnamigen Railway Simulator. Damit die Fahrt nicht allzu langweilig wird, ist der Simulator vollgepackt mit Humor und Klischees. Der Simulator ist im Grunde wie jedes andere Zugspiel aufgebaut. Wir fahren, achten auf die Steuerelemente und führen bei Bedarf kleine Reparaturen durch. Doch auf dem Weg zum Ziel passiert eine Menge. Ganoven, Bären und Wölfe lauern an jeder Ecke und versperren uns den Weg. Bewaffnet mit einer Kalaschnikow räumen wir uns den Weg frei und kehren dann mit einer Flasche Bier wieder ans Steuer der Bahn zurück. Sollte unterwegs etwas nicht nach Plan laufen, wird nicht gleich gestreikt. Der russische Lokführer scheut sich nicht davor, auch mal Gewalt anzuwenden. Ob mit einer Kettensäge, einem Messer oder einer Tokarev bewaffnet, hier wird mit allen Mitteln gearbeitet, um Vladivostok pünktlich zu erreichen. Auf Steam könnt ihr bereits eine Demo herunterladen und der Prolog ist frisch erschienen, um einen ersten Besuch in Mütterchen Russland zu ermöglichen. Das komplette Abenteuer vom Ural bis zum Pazifik erwartet uns im Laufe des Jahres. Simulatorspiele bieten die perfekte Gelegenheit, um in andere Berufe hineinzuschnuppern, die man im echten Leben wahrscheinlich nie ausüben würde. Wie wäre es also mit einem digitalen Nebenjob als Pathologe?
Die Arbeit in der Autopsie hat ja von Natur aus einen gewissen Gruselfaktor. Daher ist es passend, dass der Autopsie-Simulator eine Mischung aus Jobsimulation und Horrorspiel darstellt. Ganz allein in der Pathologie übernehmen wir die Rolle des Hauptcharakters Jack und legen einen Leichnam nach dem anderen auf den Seziertisch, um die leblosen Opfer zu untersuchen. Anhand von Hinweisen, wo die Person gefunden wurde, öffnen wir sie und untersuchen mögliche Todesursachen. Doch während der Obduktion einer mysteriösen Frau entdecken wir in ihr den Verlobungsring unserer verschwundenen Frau. Im Verlauf des Spiels gilt es, immer mehr Geheimnisse zu lüften, doch der Job hinterlässt seine Spuren. Nach und nach geraten Jacks Gedanken außer Kontrolle. Er scheint von Medikamenten abhängig zu sein, aber gegen die Psychosen helfen die Pillen nicht. Ein Kampf gegen finstere Mächte und die eigenen Gedanken beginnt. Die Körper im Spiel sind äußerst detailreich gestaltet und wirken realistisch. Der Horroranteil bildet dazu einen interessanten Kontrast, der das Spiel auflockert. Jedoch ist es nur für Enthusiasten düsterer Spiele geeignet. Und darüber hinaus solltet ihr kein Problem mit der Darstellung von Leichen, geöffneten Körpern und zerteilten Organen haben. Einmal im Leben wie Bjarne Mädel im Tatortreiniger fühlen? Das ist möglich, allerdings etwas düsterer. Denn im Crime Scene Cleaner geht es darum, kriminelle Tatorte zu säubern. Wer sich mit der Mafia anlegt, muss dafür bezahlen. Und wir übernehmen dann eben die Reinigung. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich aufzuräumen, bevor jemand bemerkt, was hier geschehen ist. Wer mit Spielen wie dem Powerwash Simulator oder House Flipper vertraut ist, wird sich im Crime Scene Cleaner wie zu Hause fühlen. Denn im Grunde folgt es dem gleichen Prinzip, nur deutlich blutiger. Unsere Aufträge erhalten wir direkt von der Mafia. Wir schnappen uns den Putzeimer, Reinigungsmittel und spezielles Werkzeug, um selbst die letzten Spuren aus dem Teppich zu beseitigen. Nachdem wir alles sauber gemacht haben, verlassen wir den Tatort, bevor die Polizei eintrifft. Doch nicht nur müssen wir uns an den Beamten vorbeischleichen, auch während der Aufträge erwarten uns einige Herausforderungen. Wenn das Wasser einmal leer ist, müssen wir überlegen, wie wir Neues bekommen. An manchen Orten kommen wir ohne Schlüssel nicht weiter, also müssen wir zuerst einen finden. Und wenn wir mal wieder knapp bei Kasse sind, nehmen wir einfach ein paar Dinge vom Tatort mit. Warum machen wir das alles eigentlich? Nun, zu Hause wartet unsere kranke Tochter auf uns, die ins Krankenhaus muss. Der einzige Weg, um das Geld aufzutreiben, führt uns in die Kriminalität. Crime Scene Cleaner stammt aus der gleichen Feder wie der Thief Simulator und Contraband Police und folgt genau diesem Pfad. Wer einen Hang zur Sauberkeit hat und schwarzen Humor mag, könnte im Crime Scene Cleaner seine Erfüllung finden. Eine Demo ist bereits auf Steam verfügbar, das vollständige Spiel wird im Laufe des Jahres für den PC veröffentlicht. Egal ob tierische Abenteuer, Ausflüge mit der transsibirischen Eisenbahn oder das Säubern von Tatorten für die Mafia, in diesem Jahr erwarten uns noch einige Highlights im Bereich der Trashing-Simulation. Habt ihr noch Geheimtipps? Teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren. Und wenn ihr eher realistische Simulationen bevorzugt, schaut doch mal in unseren Einkaufsführer für die besten aktuellen Simulatoren.